Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Von einem ersten Haushaltsplan einer neuen Regierung erwartet man, dass mit dem Haushaltsplan auch bestimmte neue Schwerpunkte beschrieben werden. Wenn man sich an dieser Stelle dann näher mit dem Etat für die Europapolitik und dem Bereich Internationales beschäftigt, dann wird man feststellen, dass sich die Zahlen im Großen und Ganzen nicht verändert haben. Der Minister hat das mit Konsolidieren beschrieben. Ich würde einfach sagen, das ist Kontinuität. Und insofern muss das wohl, was in der Vergangenheit in dem Bereich zumindest an Ansätzen in Politik gegossen worden ist, so falsch nicht gewesen sein, dass Sie die Ansätze fortschreiben und die Politik damit auch. Nun könnte man an dieser Stelle sagen, weil gerade die Europapolitik ja auch bis auf den nationalvölkischen Teil dieses Parlaments eine große Gemeinsamkeit genießt, dass das auch gut ist für die Weiterentwicklung. Aber ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass die Herausforderung unserer Zeit, und so haben Sie es ja auch verbal in Ihrer Regierungserklärung angekündigt, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, dass die Europapolitik einen größeren Stellenwert und eine größere Bedeutung bekommen soll. Das bildet sich aber nicht im Etat ab. Das bildet sich nicht im Etat und in Zahlen ab. Und da wäre es schon ganz gut gewesen, und das ist unsere Kritik an dieser Stelle, dass Sie den verbalen Ankündigungen nicht auch Taten in Form von, wenn auch nur vielleicht symbolischen Projekten haben folgen lassen. In einer Zeit, wo das ehrenamtliche Engagement für Europa konkret und hier im Parlament angegriffen wird, wäre es sinnvoll und notwendig gewesen, ein Zeichen zu setzen an die andere Stelle. Wir wollen gerade dieses Engagement in Nordrhein-Westfalen stärken und fördern und deshalb hier auch einen zusätzlichen Impuls zu setzen. Sie haben diese Chance verpasst. Leider, muss ich an dieser Stelle sagen. Und zum Zweiten, Herr Ministerpräsident, es ist eben schon erwähnt worden, Ihr Beitrag in der FAZ. Das ist vielleicht als Oppositionsführer ein sinnvolles Medium, einen Impuls zu setzen. Aber als Ministerpräsident, solche Leitgedanken, die gehören hier ins Parlament. Da hätte ich von Ihnen erwartet, eine Regierungserklärung, wenn Sie neue Perspektiven für Europa eröffnen wollen und auch die Unterstützung des Landtags Nordrhein-Westfalen dafür erwerben möchten, dann ist hier der Platz, solche grundlegenden Gedanken von Europa zu äußern. Das trauen Sie sich offensichtlich nicht, weil Sie sowohl in Ihrer Koalition als auch im Parlament möglicherweise keine Mehrheit dafür haben. Wir würden Sie gerne unterstützen. Deshalb kommen Sie hierhin, erklären Sie Ihre Politik für Europa in der Zukunft. Wir wollen uns gerne damit auseinandersetzen und auch eine Erklärung des Landtages dazu verabschieden. Ich fände das sinnvoll, wenn Sie einen solchen Weg gehen können. Und dann zum Programmbereich Internationales. Offensichtlich darf man nicht mehr eine Welt sagen, jedenfalls haben Sie die Begriffe umgedeutet. Wenn dann der gleiche Inhalt vertreten wird, sei es drum, aber ich fände gut, auch in Anerkennung der vielen und großen ehrenamtlichen Arbeit, die gerade in diesem Bereich in Nordrhein-Westfalen geleistet wird, mit Hunderten, Tausenden von Unterstützungsgruppen im Land, dass Sie dieses Ehrenamt auch würdigen und wertschätzen. Und deshalb ist der Begriff für diese Politik eine Weltpolitik. Und warum soll man den nicht weiter verwenden dürfen? Dort wird eine gewisse Verunsicherung gespürt durch Ihren Koalitionsvertrag, durch das, was Sie vorhaben. Ich glaube, es ist notwendig, gerade auch dieses Ehrenamt zu unterstützen und ein Signal zu geben. Deshalb die Bitte, hier klare Worte nach vorne zu verwenden, weil dieses ehrenamtliche Engagement, gerade in einer Zeit, wo es darum geht, die internationalen Verknüpfungen in der einen Welt zu stärken, macht es großen Sinn, hier ein großes Herz zu haben und auch von Seiten der Landesregierung das entsprechend zu würdigen. In diesem Sinne keine große Kritik am Etat, aber ein Wunsch einer kritischen Würdigung Ihrer Politik. In diesem Sinne werden wir diesem Etat dann nicht zustimmen. Herzlichen Dank.